Jo Freunde, Blüht diesmal wieder am Start. Heute zeige ich euch, was für Neuheiten kommen werden in der Season 4 und was ihr über die neue Season unbedingt wissen solltet. Das alles erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Willkommen zurück, Leute. Und zwar wollen wir heute mal so ein bisschen den Mythos auf den Grund gehen, was es mit Tilted Towers so auf sich hat und den Asteroiden, der ja angeblich in Tilted Towers einschlagen soll. Und es werden auf jeden Fall neue Waffen ins Spiel kommen. Ich freue mich da auf jeden Fall schon riesig drauf. Bevor wir das Video jetzt aber richtig beginnen, möchte ich euch noch auf eins aufmerksam machen. Und zwar würde ich mich riesig freuen, wenn ihr jetzt dem Video ja schon mal ein Like droppen würdet und die Glocke aktiviert und vielleicht mir ein Abo dalasst. Ihr würdet mich auf jeden Fall sehr unterstützen damit und ich würde mich riesig freuen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar wird am 30. April die dritte Season enden. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass am 1. Mai die neue Season 4 beginnt. Und das war jetzt richtig schlau. Jedenfalls wollen wir der Sache da mal auf den Grund gehen, was mit Tilted Towers jetzt so passieren wird. Ich finde es ganz amüsant, dass so viele Leute auf jeden Fall diesen Hype nachgehen, dass Tilted Towers wohl angeblich zerstört werden soll von einem Asteroiden. Es gibt auf jeden Fall viele Leaks, die es auch beweisen, dass sich ein Asteroid der Map nähert. Ob er nun wirklich an Tilted Towers vorbeischimmert oder dort einschlägt, das glaube ich einfach nicht, dass das schon so feststeht. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass sich was an der Map ändern wird. Kann natürlich sein, dass Tilted ein bisschen editiert werden wird oder komplett rauskommt. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich hoffe einfach mal, dass neue Städte kommen werden. Also da gehe ich einfach mal stark von aus. Da es einfach echt nervig ist, denn viele springen vor Tilted ab. Und man muss einfach so lange suchen nach Gegnern und das ist, glaube ich, nicht Sinn des Spiels. Wie gesagt, das sind auf jeden Fall alles nur Spekulationen. Also ich bin echt gespannt, was auf uns zukommt. Auf neue Waffen können wir uns auf jeden Fall schon mal freuen in der Season 4. Ende der Season 3 kam jetzt auf jeden Fall schon mal eine Taschenfestung dazu. Das ist eine Wurfgranate und sobald sie auf dem Boden aufkommt, richtet sich eine Festung, worin man auf jeden Fall schon mal guten Schutz hat. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Tage das LMG drin. Das ist wirklich richtig nice. Also ich kann auf jeden Fall euch sagen, im Nahkampf hat der Gegner eigentlich gar keine Chance mehr gegen einen, da die Waffe so eine hohe Feuerrate hat. Und das macht echt sehr viel Spaß, damit umzugehen. Wo ich ja noch ein bisschen misstrauisch bin, sind die neuen Plasmakanonen, die angeblich auch in den Battle Royale Modus eingefügt werden sollen. Wenn vielleicht nicht für lange Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass die für ein paar Tage auf jeden Fall drin sein werden. Aber Leute, jetzt mal ehrlich, so eine legendäre Plasmakanone in diesem Spiel, Battle Royale, kann ich mir nicht lange vorstellen, denn ich weiß, die muss ja enorm viel Schaden machen. Und ich glaube immer, dass der Zweikampf dann irgendwie zu krass wäre. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was ihr so glaubt, was in der neuen Season 4 so auf uns zukommen wird, was das große Thema sein wird, ob es da eine große Veränderung geben wird. Dann haben wir zum einen die ganzen neuen Skins aus der Season 3, die alle irgendwie was mit Science Fiction zu tun haben. Zum einen die Astronauten oder auch dieses komische Alien in diesem Glas. Was auf jeden Fall auch noch bestätigt ist, ist das neue Jetpack, das legendäre Gadget, was ja auch noch kommen soll im Battle Royale. Ich bin echt gespannt, denn ich glaube, das wird echt eine coole Sache, wenn man einfach von einem zum anderen Ort einfach mal eben schnell mit so einem Jetpack fliegen kann. Also ich wäre auf jeden Fall der Erste, der wirklich gehypt wäre und es so unbedingt austesten möchte. Ich glaube aber mal, dass die das so machen, dass man das für kurze Zeit nur nutzen kann, wie zum Beispiel das Jump Pad, weil es sonst einfach zu überpowered wäre, wenn man die ganze Zeit damit rumfliegen könnte. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass noch coole Sachen auf uns zukommen. Es sind ja nicht umsonst die ganzen Waffen, Gadgets und Skins schon in den Rettet die Welt Modus verfügbar. Also ihr könnt wirklich mal den Rettet die Welt Modus testen. Dort werdet ihr auf jeden Fall einige Sachen wieder kennen. Und ich denke mal, dass viele Sachen aus dem Rettet die Welt Modus noch in den Battle Royale Modus übertragen werden. Falls ihr euch zum Beispiel nicht sicher seid, ob ihr euch den Rettet die Welt Modus kaufen sollt oder nicht, wartet erstmal ab, guckt euch erstmal ein paar Let's Plays an. Es gibt echt viele coole YouTuber, die gute Let's Plays dazu gemacht haben und wo man auf jeden Fall schon mal einen guten Einblick vom Spielerlebnis hat. Das soll es auf jeden Fall mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute, und ich hoffe, der ein oder andere hat auf jeden Fall ein paar neue Informationen hören können, die er vielleicht noch nicht wusste. Für die Leute von euch, die mich noch nicht kennen, jeden Dienstag und Freitag kommt um 18 Uhr ein neues Video. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen und aktiviert die Glocke, um nichts mehr von mir zu verpassen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!